Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Azar Javed, der Magier, ist tot und wir haben erfahren, dass der Orden der Flammenrose ihn unter anderem beauftragt hat. Boah, ich bin noch ganz durcheinander. Unter anderem beauftragt hat, Mutanten zu produzieren. Zum Kampf. Ja, ganz entsetzt sind wir da alle. Vor allem bin ich ganz entsetzt, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Wo ist denn das? Irgendwie so da lang, ne? Ja gut, wir gehen einfach mal weiter. Und ja, jetzt wollen wir natürlich Rache nehmen. Und wir haben also noch einen Gegner vor uns. Azar Javed war nicht der letzte. Es wird weitere geben. Vielleicht irgendwie hier rum. Das wird auch erklären, warum Yevin in der letzten Folge oder Ende der letzten Folge hier lang gelaufen ist. Also das ist ein Baum, kein Boot. Ist das dein Boot? Dann ist es kaputt. Gut, das ist ja kein Boot, das ist ein Schiff, ne? Ist da eine Truhe vielleicht? Das sieht so truhenmäßig aus, die kleine Höhle. Wie, ich komme hier nicht weiter. Hallo? Ehrlich? Oh, wo ist denn jetzt dieses Bildchen? Ich bin doch bestimmt ganz nah dran, ne? Nee, gar nicht. Ja, ich muss mal gucken, wo ich da lang rennen muss. Also, Yevin ist hier lang gelaufen. Aber wieso? Das weiß keiner. Ich komme auch hier irgendwo wieder runter. Kann ein Boot eigentlich nicht hier oben sein, aber ich hoffe ja, es geht hier wieder runter. Auch so ein Weg oder so. Na komm. Hier ist zumindest eine Treppe. Uferdamm des Schlosses. Ja, ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ist er das da vorne nicht schon? Das könnte auch eine Frau sein. Gut, der Yevin ist etwas androgyn. Wo ist denn dein Boot? Was ist von einem Boot als... Ach, da, da, die kleine Nussschale, ja? Na gut. Wir hätten auch schwimmen können. Wolf. Elf. Ist das Boot bereit? Ja. Misima in Aufruhr erwartet uns. Yippie. Lasst die Rhetorik und legt euch in die Riemen. Jetzt gehen wir zum König. Der Epilog. Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devent? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden. Geralt von Riva. Nur er steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg! Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Oh,
Oh nein, was passiert hier nur? Geralt, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien? Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Gut, ich fasse mich kurz, bevor Yevin verhaftet wird. Solange ich hier bin, wird das nicht geschehen. Der König wird gezwungen sein, mich vorübergehend als Verbündeten zu akzeptieren. Seid ihr da sicher? Mit Radovid von Redanien hat Foltest schon einen Verbündeten. Ich bin sicher. Das Leben der Menschen ist kurz wie das der Eintagsfliegen. Sie können mich nicht überraschen, weder König noch Dichter. Entschuldigt, Rittersporn. Ohne Einverständnis des Königs können wir die Stadt nicht durchqueren. Ihr seid immer noch ein Elf, der gesucht wird. Dann reden wir mit eurem König. Okay, reden wir. Ich weiß gar nicht, ob ihr es eben gesehen habt, aber als es wieder die Kamera wieder zu Geralt schwenkte, stand Rittersporn dahinter und er hat nur wild gestikuliert. So, ich bin so toll. Also, König. Ich muss den König über den Verrat des Großmeisters informieren. Ja, das würde ich gern tun. Okay. Wo ist er denn? Hier lang? Abgeschlossen. Wo kommen wir denn zum König? Aha. Ja. Plötzlich kenne ich die Karte wieder gar nicht mehr. Oh nein, nicht er. Ah, im Dienst der Krone. Ach nein, das ist ja der König. Ah, sorry, verwechselt. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Über die Zölle sprechen wir später erneut. Aber jetzt müssen wir handeln. Das hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Und glaubt mir, das schmerzt mich mehr als euch. Euer Hoheit, Adda. Still, Geralt, oder es kostet euch euren Kopf. Beruhigt euch, Radovid. Ich trage den Löwenanteil des Verlustes. Doch eins nach dem anderen. Ihr erhaltet, wie besprochen, die drei Dörfer. Der Hexer tötet der Aldersberg. Was? Wir sagten 5 Dörfer. Ich bin kein Mörder. In Ordnung. Das kostet euch 10.000. Übertreibt es nicht. Ich bin König, verdammt nochmal, und ich verdiene etwas mehr Respekt. Also gut, 3 Dörfer für meinen beinahe Schwiegersohn und 8.000 Orens für den Hexer. Abgemacht. So sei es. Sobald wir den Vorvertrag unterschrieben haben, begeben sich meine Armeen auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Über die Dörfer reden wir später. Ich will keine brüderliche Unterstützung. Der Ausdruck beschwört Bilder von verbrannten Dörfern und Waisenkindern im ganzen Land herauf. Dieses Land hat genug gelitten. Ihr vernichtet den Orden und geht dann nach Hause. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Und das bedeutet, der Orden ist der Feind. Ist das klar? Vollkommen. Der Orden ist der Feind, nicht die Skoyatel. So ist es. Aber nur, wenn diese langohrigen Teufel aufhören, meine Stadt anzuzünden und meine Kaufleute zu ermorden. Habt ihr gehört, Yevin? Und wenn diese langohrigen Teufel damit aufhören, dürfen sie dann, als verzweifelte Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, auf die Nachsicht des Königs oder sogar Amnestie hoffen? Nur die, die ihre Waffen niederlegen und, wir können nicht allen vergeben. Das Volk würde es nicht verstehen. Yevin, ihr müsst verschwinden. Verlasst diesen Ort. Geht weit genug weg. Ich halte meine Offiziere ein paar Tage zurück, bevor sie Jagd auf euch machen. Ihr haltet sie länger zurück und lasst sie nicht allzu gründlich suchen. Als Dank dafür, dass wir euch der Aldersberg vom Hals schaffen. Euer Hoheit,
Da wäre noch etwas anderes. Hexer? Euer Hoheit, die Strege. Sie ließ mir keine Wahl. Ich musste... Ich wünsche nicht, darüber zu sprechen. Ich bin nicht rachsüchtig. Daher habt ihr von meiner Seite nichts zu befürchten. Aber erwähnt ihren Namen nie wieder. Wie ihr wünscht, euer Hoheit. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er handelte auf Befehl des Ordens. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Strege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Bisima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. 1,20 Meter groß und ein Körper wie ein Bierfass. Ein Maul von einem Ohr zum anderen, voll nadelspitzer Zähne. Klauen wie eine Wildkatze und rote, böse Augen. Ich bezweifle, dass sich König Radovid so eine Braut gewünscht hätte. Na, wer weiß. Das Bündnis zwischen den beiden größten nördlichen Königreichen kam nicht zustande. Der junge rädanische Monarch bekam bald einen Spitznamen, der seinen Charakter und seine Politik gegenüber den Nachbarstaaten trefflich beschrieb. Radovid der Strenge. Also wäre alles anders gekommen, wenn Anna noch am Leben gewesen wäre. Oh, dann wäre vielleicht diese Strenge gewesen. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ich muss quer durch die Stadt wie Siemens und mich zum Kloster durchschlagen und den Großmeister dort töten. Okay. Uff. Das nächste Gespräch. Dann sprach der kühne Volltest diese Worte: Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte: Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Oh. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Ach, Mensch, kümmere dich doch um deinen Scheiß. So. Sorry, es muss jetzt einfach mal so sein. Das geht dir noch überhaupt nichts an. Ey, gib mir mein Tafelwasser. Wo ist das denn jetzt hin? Da unten. Warum? Egal. Ich mache das Bierchen weg. Hier die Bücher, komm. Fett. Haben wir noch mehr sowas wie Fett? Fett. Fett. So. Was ist das denn hier? Chitin-Exoskelett. Ja, nehmen wir mit. Wofür auch immer. Oh je, ich hab Angst. Ich will da nicht hin. Aber ich muss. So. Denn wir sind Geralt. Wir müssen zum Kloster. Wo ist das Kloster? Sicherer Unterschlupf. Okay. Wofür? Ist das Siggi? Siggi! Was ist hier los, Siggi? Warum tust du das? Es war ein Fehler, mich zu verärgern. Ihr seid der, der einen Fehler macht. Hört auf zu kläffen, Wolf, und zieht euer Schwert. Arbeitet ihr gern für einen Wahnsinnigen? Mordet ihr aus Vergnügen? Oder befolgt ihr nur Befehle? Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht mal ein Mensch. Ach, mit dem Haarschnitt bist du nicht viel besser. So. Für die Flammenrose! Falsche Taste, egal. So, der erste ist hinüber. Tugend und Sieg! Der zweite ist hinüber. Und Siggi ist tot! Tod allen Däune! Nein. Das lässt du mal schön, ne?
nächste Mal meinen Einsatz. Was zur Hölle? Mach den Rittermutanten kaputt mit seinen Flügeln. Gavin? Gavin! Gavin! Okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Der Orden zeigt sein wahres Gesicht. Unter der glänzenden Rüstung verbirgt sich nur Fäulnis. Das wusste ich von Anfang an. Ihr seht, was ich sehe, Geralt. Kommt, Yavin. Schlagen wir dieser Hydra den Kopf ab. Oh ja, das klingt gut. Aber vorher essen wir noch was. Wir müssen einen sicheren Durchgang finden, weil in den Straßen Feuer wüten. Das kriegen wir hin. Hier ist ein Feuer, da ist ein Feuer. Was ist bei dir? Hallo. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Ist das der Bräutigam? Wie hieß er? Adam? Nee, wie hieß er denn? Ken? Peter. Flüchtling. Naja gut. Golan Vivaldi, der Vivaldi ist hier. Und das kleine Mädchen. Seid gegrüßt. Hey, Vivaldi. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Na, er hat ja Zeit hier, der Herzberg, ne? Quatsch uns da voll. Kennen wir hier noch irgendjemanden? Novizin? Vaska! Die mochte uns immer. Vaska! Vaska! Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Klingt ja sehr merkwürdig, diese Worte. Resolutes Mädchen. Tobias trauert um seine Töchter. Seid gegrüßt! Auch andere Opfer des Krieges haben hier Schutz gesucht. Wir werden nicht lange bleiben. Wir müssen zum Kloster. Ihr gehört also zu denen, die auf das ewige Feuer vertrauen? Es ist sinnlos, wieder raus auf die Straße zu gehen. Ihr werdet sterben. Gibt es einen anderen Weg? Versucht es mit der Kellertür. Wohin führt sie? In andere Keller. Und am Ende zu einem Ausgang, nehme ich an. Aber ich kann nicht garantieren, dass der Weg sicher ist. Wir riskieren es. Der Schlüssel müsste irgendwo im Haus sein. Oh, sehr gut. Vielleicht hier im Fass? Nein. Vielleicht auch direkt im Keller. Ey, was? Ach, du bist ja unser Freund, ne? Hexer, schön euch zu sehen. Na du? Ich sehe, der Krieg ist nach eurem Geschmack, Vetala. Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nach draußen, suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. Voll cool, dass er hier ist. So, hast du eine Kiste? Ah, du hast etwas hier, ja. Sehr gut. Was ist das? Azoth. Aha. Speichern wir nochmal. Sollten wir nochmal ans Feuer gehen? Müssten wir eigentlich. Ja, Medaillon vibriert. aber Vetala ist doch ein ganz netter Medaillon. Ist alles gut. Okay. Da geht's durch die Keller. Ah ja.
Für Eliren! Für wen, Eliren? Ja, Ben, mach doch mal was. So, ist hier noch was? Nur ein paar Überreste. Bruxa-Überreste und Geistererscheinungsüberreste. Nicht so spannend. Ein Verrückter. Hey. Geht weg! Ich will nichts von euch! Im Keller waren Ungeheuer. Ich sterbe sowieso. Die finden mich. Die holen mich. Beruhigt euch. Wie kommen wir hier raus? Durch das Fenster. Danke. Na, das machen wir direkt. Aber erst in der nächsten Folge. Wir können erstmal hier noch eine Himbeere essen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und Mitfiebern. Und in der nächsten Folge werden wir durch dieses Fenster dort springen. Also, seid wieder mit dabei. Und bis dahin, ciao!